So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, ich habe hier noch ein bisschen Schutzarbeit gemacht und wir haben gerade Besuch bekommen von B. Und ist auf der Weg. Ja, er findet es nice. Ich habe noch etwas Schönheitsarbeit gemacht. Ja, zum Beispiel so Spendenzimmer gern gesehen, damit er hier sowas reinlegen kann. Und eben, wenn es Angebote gibt, dann liegt das hier drin und dann steht hier dabei noch, wie viel das kostet. Dann packt man das hier rein, seine Bezahlung und holt daraus, was man will. Also ganz, ja, praktisch. Ich hoffe, die anderen blicken das. Dann werde ich hier weitermachen. Ja, ich habe auch übrigens ganz bisschen noch Holz geholt. Das brauche jetzt gerade Blocks. So, das wird eh nicht reichen. Ist unglaublich, wie viel Sticks das schluckt. So, einer noch. Und dann will ich mir genug Sticks für einen. Ja, 16 wird wahrscheinlich auch lang nicht reichen, aber besser als nichts. Nochmal. Und reicht nicht. So, werden auch die letzten Runde, die wir noch machen. Und hier. Damit wir ein paar Blöcke haben. Ach, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, ne? Oder halt nicht mehr so leicht hoch. So. Und zwar wird jetzt hier. Ja. Das werde ich eh gleich wieder mitmachen. So, auf der Ebene kommen jetzt. Die Blöcke. Und ich denke, ihr könnt euch dann schon ja ungefähr vorstellen, wie klein das dann wirklich wird, dieses obere Stockwerk. Also das ist der Boden, ja. Und da dann noch die zur Schrägen hochkommen, hat man wahrscheinlich wirklich nur die, nur die eine Wand, eben nur den einen Gang in der Mitte zur Verfügung, um da dann irgendwie was zu machen. Wo, was ist das denn? Pier Leaves, okay. Was ist Pier? Ich habe keine Ahnung. Wir könnten ja auch einfach mal so einen großen Baum füllen. Einfach mal so, ja, ist klar. Ja, irgendwas zum Essen, das dachte ich mir schon, aber ich habe keine Ahnung, was das in echt ist. Also gar nicht. So, überhaupt nicht. Ich werde mal kurz zu den anderen gehen und gucken, was die so gemacht haben. Und dann in der ihrer Nähe anfangen, einen großen Baum zu füllen, weil ich will den nicht in meiner Nähe füllen. Denen macht das eh nichts aus. So. Ich denke mal, die werden auch alles in ihren Stil gebaut haben. Ich meine, ja, für ein Hexenhaus ist es eben, wie heißt's? Ja, eben charakteristisch so klein und so zu sein. Und auch ein bisschen abgelegen zum Wald und naja, eben für ein Hotel nicht, zum Beispiel. Das ist eben groß und protzig eher. Riesenunterschied, ne? Okay, aber es gibt ja doch noch kostenloses Holz, oder? Wobei, die haben anscheinend alle echt weit weggebaut. Ich dachte eigentlich, die bauen alle auf einem Fleck. Also hier so. In die. Hier. Free Holz, ja. Wenn da Free steht, dann hole ich mir das auch. Aber erstmal nur ein Stack. Ich komme wahrscheinlich eh wieder zurück, weil ich zu wenig habe. Jetzt habe ich Sticks. Hahaha. Es sind ja gerade echt nur zwei Sticks raus. Richtig wenig. So, aber egal, wir werden jetzt mal so einen richtig großen Baum fällen. Also, nicht ganz so groß, also es gibt noch größere, aber schon einen ziemlich großen. Und das bietet sich vielleicht auch ganz gut an, damit wir eben so ein Holz dann als Decke oder halt als Boden benutzen können von den großen Bäumen hier. So, gucken, wie das alles aussieht dann. Aber die sehen sehr ähnlich aus wie Oakwood, wenn ich das jetzt so mal sagen kann. Jedenfalls zu dem, was ich bis jetzt gesehen habe. So. Und nochmal.
Und nochmal, ne? Jetzt müssen wir uns erstmal hochbauen, damit wir dann eben im Endeffekt uns wieder runterbauen können. So, ja, jetzt wird schon kompliziert, weil der Baum ziemlich, ja, klein wird, dünn wird, was auch immer. Und jetzt ist er nur noch eins breit, ne? Ja, das ist scheiße. Aber scheiß drauf. Wir machen, können das auch einfach so machen. Gut. So, komm schon, bitte. Ach nein. Ist doch scheiße. So reicht das. Komm schon. Sag mir, es reicht. Es wird zu viel. Ach nö. Ach du Kacke, ja genau. Ist klar, ja. Ja genau. Vielleicht noch ein bisschen höher. Vielleicht endlich mal auf das Niveau der anderen. Ja, die anderen sind zu Ende, ey. Aber der ist wahrscheinlich jetzt auch gleich zu Ende. Ja. Gucken wir. Ach nee, das sehe ich ja noch. Der ist ja schräg gebaut. Ja, der ist es. Wo es dann anders wird und ich aufpassen muss. So, der Rest kann jetzt einfach weg. Die Axt reicht aber nicht mehr. Dann lasse ich den Rest jetzt einfach mal stehen und hole mir das vielleicht noch später. Oder es freut sich anders, wenn der Baum oben schon mal das Nervige weg ist und dann nur noch das, ja, die, das meiste eben, was da unten halt noch versammelt ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt das meiste ist oder nicht. Ein Hühnchen. So, okay. Hier noch kurz aufsammeln. Ich möchte ja nicht, dass was verloren geht. Und dann noch die letzten zwei Schläge verbrauchen. Upsala. Eins. Ach komm. Ach, ich kann nicht mehr sprinten. Aber wir haben hier gerade diese geilen Piers bekommen, ja. Erstmal essen. Fast perfekt. Meine Blumen. In denen kann ich bestimmt auch irgendwas machen. Und Farbstoff. Ich habe natürlich mal wieder nicht auf den Timer geguckt. Wie soll es denn auch anders sein? Deswegen werde ich die Folge jetzt mal beenden. Wenn es die zu kurz ist, tut es mir leid, aber dafür war die letzte Folge richtig, richtig, richtig lang, glaube ich. Ja, hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.